Monate alt ist Ernst, der kleine Malaienbär im Zoo Berlin. Thomas Dörflein, ein willkommener Besucher. Aber die wichtigste Bezugsperson für Ernst ist seine Bärenmutter. Das ist natürlich was anderes als mit Knut, aber der nimmt einen hier auch schon wahr, der Ernst. Bald soll Ernst auch seinen Vater treffen. Dann wäre die Familie komplett. Beim letzten Mal hat er sich noch fürchterlich aufgeregt, der Ernst, als er seinen Papa gesehen hat. Da war es noch nicht so weit, dass man es machen könnte. Aber wenn ich das jeden Tag jetzt mache, dass sie sich sehen, dann wird es schon klappen. Ey! Der freut sich schon, dass er seine Frau wieder sieht. Und den Ernst sich ja auch. Das letzte Jungtier hat er gleich genommen. Hat sich hingestellt auf zwei Beine und hat den so in den Arm gehalten. Und immer so hoch gehalten und überall beschnuppert. Ja, ist eigentlich ein ganz lieber. So, ich geh da mal Honig holen. Das Treffen von Ernst und Mama Maike wird zusätzlich versüßt. Ja, die ja über alles Honig lieben, können sie hier den ganzen Stamm ablutschen. Haben so ein bisschen Beschäftigung. Verteile ich noch ein bisschen Mehlwürmer. Das ist auch so eine andere Sache, die sie lieben. So, das reicht, um sie erstmal eine Stunde zu beschäftigen. Ein Verwöhnprogramm für Malaienbären. So schlägt man genüsslich aufeinander zu. Perfekt getarnt hat sich Iggy, das kleine Stumpfkrokodil im Tierpark Berlin. So, mal gucken, der liegt schon wieder hinten und will nicht. Wir mussten mal einfach vorholen. Mal ins Wasser und dann mal gucken, ob er mal vor der Kamera trifft. Ob er uns den Gefallen mal tut. Haben wir so schön dekoriert, damit er sich verstecken kann. Ich nehme mal die Rinde raus, ja. Sonst sehen wir doch wieder nichts. Der hat in der Größe noch so viele Fressfeinde. Da ist er. Deswegen versteckt er sich noch. Jetzt habe ich ihn gefunden. Komm hier, Schneckchen. Ja, jetzt ist er wahrscheinlich wieder so aufgeregt. Ja. Ist aber wieder dann noch so ein Stück gewachsen schon wieder, wa? Ja, unheimlich. Und Grazie zeigt er auch schon. Kriegt er schon die Augen vom Papa? Zeig ich mal. So hell wie am Anfang. Ah, lass dich nicht beißen. Doch, die werden schon dunkler. Ganz so hell sind sie nicht mehr. Aber die sind immer noch wunderschön. Ja, gut. Ja, ich weiß, du kannst schon beißen. Das Hähnchen hast du auch. Die Augenfarbe wird dunkler. Denn die Eltern haben wir ja letztens gesehen, die haben ganz dunkelbraune Augen. Fast schwarz schon. Und der hat, also ganz am Anfang würde ich sagen, müsste man mal bei alten Aufnahmen. Die waren so goldfarben. Da war das, grau, würde ich sagen. Er kriegt die Augen vom Papa. Jetzt werden wir aber lieber in Ruhe lassen. Ja? Er hat ganz richtig dunkel. Schöne schwarze Augen. Schwarze Knopfaugen. Ja. So, ich schmeiß die jetzt einfach mal hier rein. Aber ich befürchte mal, dass er jetzt auch erst mal ein paar Minuten braucht, ehe er da überhaupt dran geht. Der Maus ist's egal. Krokodile bewegen sich eigentlich bloß, wenn sie dazu gezwungen sind. Also entweder sie müssen Beute machen, sie wollen sich fortpflanzen, oder sie müssen irgendeinem Gegner ausweichen. Ansonsten bleiben die ja, sind ja auch Lauerjäger, bleiben also wirklich liegen und verbrauchen nicht mehr, als sie müssen. Wenn sie dann fressen können, dann hauen sie sich bis zum Platzen den Bauch voll. Alle 2 bis 3 Tage kriegt er. Also dann immer je nach Größe von dem. Ja. Da ist er noch zu ängstlich zu. Tja, noch wird das nichts mit dem Mäusedinner. Okay.
Halten tut er sie, ne? Nee. Nee. Ich sage, der wächst und gedeiht prächtig. Wie gesagt, sogar etwas schneller als Vergleichsdaten aus anderen Zoos. Daran merkt man eben. Und wie gesagt, wir brauchen auch noch keinen Tierarzt oder irgendwas. Der war nicht krank und nischt. Da sind wir natürlich super glücklich drüber. Na ja, mein Süßer. So. Und dann legen wir ihm das Mäuschen drunter, so kennt er das nämlich. Gut, lass mal in Ruhe. Jetzt wird er wahrscheinlich sowieso nicht mehr fressen. Dann könnt ihr ja morgen gucken. Da ist die Maus bestimmt weg. Na mal sehen, wann der kleine Hunger kommt. Morgen, Peggy. Bei Peggy wird stündlich Nachwuchs erwartet. Und hast du einen Kalb gekriegt? Nein. Nein? War ich zu grob? Na, du bist ja heute grantig. Kann nicht. Die ist ja krass. Gut, ich mach dir Kraftfutter rein, ne? Da kannst du kommen. Peggy bekommt eine Vorzugsbehandlung im Einzelzimmer. Die Peggy ist abgesperrt, weil sie jetzt in den nächsten Tagen ihr Kalb kriegen sollen. Wir wollen auf der sicheren Seite sein. Auf der großen Anlage ist es schwer, sie abzusperren, weil sie sich sehr stark verteidigt. Und hier ist er auf der sicheren Seite, wenn das Kalb kommt. Das ist, die kann sich hier im Stall gehen, wenn es zu doll regnet und so weiter. Und wir kommen auch sehr gut an das Kalb ran, um zu sexen, um die ersten Impfungen zu geben. Und das ist für uns sicherer und für sie auch. Hi. Alles in Ordnung in der Mutter- und Kind-Suite. Und es gibt feste Rituale. Na, Peggy, schmeckt's? Schmutzige Schnute hast du. Ja, droh mir doch nicht, tu dir doch gar nichts. Hm? Tu dir doch gar nichts. Das ist nur gut, dass sie das immer weiß und lernt, dass er reinzugehen hat. Wenn, denn nur Fressen gibt es hier in diesen Stall. So kann ich sie immer absperren und komme gut ran. Und dann haben wir da einen Schieber, den dort hinten. Und den betätige ich dann, wenn ich dann, hoppala, betätige ich dann, wenn ich an den Kalb ran möchte, ohne dass mir was passiert. Und das machen wir dann auch sehr schnell. Dann regt sich die Peggy nicht so doll auf, ne, meine Gute. Und dann hat sie ihr Kind wieder denn. So planen wir das, ne, Peggy? Jetzt musst du bloß noch dein Kalb kriegen. Ja. Hungrige Gesellen im Nachttierhaus. Die Erdferkel. Das wird jetzt das Erdferkelfutter. Also die kriegen ja in der Natur, fressen die Termiten. Die Mengen könnten wir niemals geben. Also kriegen sie einen Brei mit Babybrei, Fleisch, Vitamine. So ein bisschen Obst und das wird so ein Brei. Und das schlürfen sie dann sehr gerne. So, das müssen wir jetzt alles ganz fein zermixen. Cremig. Ja, und dass es so braun wird, da haben wir noch ein bisschen Erde drin zur Verdauung. Erdferkelheilerde zur inneren Anwendung. Sehnsüchtig erwarten Plucky und Carla die Tierpfleger mit dem Gourmet-Menü und dem Tafelgeschirr. Bleib mal hier. Komm. Psst. Komm mal mit. Hey.
Erdferkelauge isst mit. Zwischendurch wird doch noch mal nach Termiten gestöbert. Ja, hoch. Tja. Im neuen Nachttierhaus fühlen sich die Erdferkel schweinisch gut und neigen zum Überschwang. Ja, und jetzt hier in dem Käfig, da können die so toll rumturmen und sie kriegt hier oftmals so eine Geschwindigkeit drauf und haut dann irgendwo hin. Die muss erst noch alles kennenlernen. Die hat ein paar Dellen hier. Aber das ist richtig Übermut. Die turmen hier so was von rum. Norbert Zamel präsentiert die Klassenbeste. So, Sandra, du alte Mickey Maus. Dann komm mal hier. Erstmal hallo, ne? Bist du mein Liebling? Ja. Komm mal liegen. Die Sandra hat also in ihren Übungen deutlich an Geschwindigkeit gewonnen. Hast du, ne? Ja. Und hat natürlich auch immer wieder ein paar neue Übungen dazugelernt. Jetzt bietet sie mir alles Mögliche an, was sie nur so kann, ne? Ja? Mal hinlegen. Nun, es gibt ja verschiedene Trainingssysteme, die man anwenden kann. Wir benutzen auch teilweise das sogenannte Fangen eines Verhaltens. Das heißt also, das Tier bietet aus irgendwelchen Zufällen heraus irgendwelche Verhaltensweisen an, wo wir der Meinung sind, die sind es wert, ein bisschen weiter rauszufahren. Gut, und drehen. Und drehen. Ja. Und dann belohnen wir die Tiere genau für dieses Verhalten. Und irgendwann ergab sich mal die Situation, dass wir beobachtet haben, wie die Seelöwen hier immer gegenseitig an sich rumschnüffeln. Ja, ist gut. An sich rumschnüffeln. Und dabei ein bisschen ausatmen und dadurch so ein Pusten erzeugen. Und dieses Verhalten haben wir dann mal provoziert beim Training. Und daraus ist dann Folgendes geworden. Mal hier. Gut. Das ist dann aus dieser Sache geworden. Das ist zwar eigentlich nicht so die Form, wie wir normalerweise trainieren möchten. Wir wollen ja eigentlich schon die Übung gut herausformen, so wie wir es auch mit Rückwärtssaltos und Vorwärtssaltos machen. Das ist zwar schon ein bisschen anstrengender, aber da trennt sich beim Training eben die Spreu vom Weizen. Fangen, sage ich mal, kann jeder. Aber richtig trainieren heißt eben wirklich von null anfangen, ohne dass die Tiere irgendwas anbieten. Und das ist eben doch schon ein bisschen anspruchsvoller und oftmals schwieriger und langwieriger als dieses Fangen hier. Also nur mal so, um eine Zeitvorstellung mal zu geben, dieses Fangen hier, dieses von dem das hat nicht mal eine Woche gedauert. Während ein vernünftig eintrainierter Rückwärtssalto je nach Talent des Trainers und des Tieres und den Zeitaufwand, den man mit dem Training aufwenden kann, kann eine 2,5 Monate bis einem halben Jahr dauern. Also das ist schon sehr unterschiedlich. Gut. So, aber sie hier, die hat jetzt auch den Rückwärtssalto so ein bisschen verbessert, ne? Hast du gemacht? Und das können wir uns ja gleich mal mit der Luzi angucken, denn wir haben da eintrainiert, dass sie hier einen Vorwärtssalto macht, während Luzi gleichzeitig einen Rückwärtssalto macht. Gibst du mir da recht? Ja? Ja. So. Mach mal so. Gut. Zum Beispiel eine schwer zu trainierende Übung. So, dann bin ich gleich wieder für sie da, ne? Ja. So. Komm, zisch ab, Dicke. Sandra freut sich schon. Dr. Pauli fährt mal wieder auf Hausbesuch. Zuerst zu den Katas. Es muss ein Kind gechippt werden. Ein Ereignis für die ganze Familie.
Davor heißt es aber, das Jungtier zu greifen. Vorsichtig. Hat schön, schöne Zähnchen. So, der Chip bei Affen, der wird immer zwischen die Schulterblätter gesetzt. Weil die sich natürlich gerade rumfummeln. Und dann kommt der nicht so ran, ja? Du kleine Bolle. Schau mal hier. Wie Schmierseife. Katas, die sind also Anhang A-Tiere. Das heißt, die sind besonders geschützt. Und die kriegen einen Chip, den es nur einmal auf der ganzen Welt gibt. Also diese Nummer. Damit ist der nicht nur individuell gekennzeichnet, sondern ganz individuell. Also es gibt es nur einmal auf der ganzen Welt. Dann wissen wir, dieser Cutter ist im Tierpark am 9.2. geboren und hat das und das Geschlecht, was wir nachher noch feststellen werden. Ja. Gucken wir erstmal. Diesmal ist es ein Junge. Hast du nicht? So, hier, ne, zwischen die Schulterblätter. So, geben Sie mir mal das Lesegerät. Gucken wir mal. Jawohl. Ist ja gut. Und fertig. Achso, einen Namen brauchen wir noch. Was haben wir denn? Haben Sie einen Vorschlag? Nee, nicht auf dem Plautz. Hm? Nicht auf dem Plautz. Nicht auf dem Plautz, gut. Müssen wir uns noch überlegen. Kriegst einen schönen Namen. Ja. Kriegt noch einen schönen Namen. Ja? Gut. Ja. Diese Entscheidung will schließlich gut überlegt sein. Nun können wir alle raus. Ja. Der Doktor wieder an seinem Dienstfahrzeug. Zweiter Hausbesuch. So. Die nächsten Vogelpatienten. Ah, schön, Doktor. Pinguine. Hab Sie schon erwartet. Ich habe ein bisschen Probleme. Ich war jetzt ein paar Tage nicht da und der Kleine von den Zwillingen, der gefällt mir nicht. Der hat das ist ein Humboldt-Pinguin. Der junge Humboldt, der hat so schön alleine gefressen und plötzlich tut das nicht mehr. So. Kleiner. Es tut auch nicht weh. Auch nicht. Also ich habe ihn mal so im Stehen beobachtet, also einziehen tut er nicht. Ziemlich dünn ist er. Aber er ist dünner geworden, denn der war ja so schön proper. Werden wir ihn erst mal ein bisschen pushen mit Vitaminen. Ja. Ist ja schon hier so faltig, ne? Ja, eben. Dass der so dünner ist, ne? Ist doch nicht normal. Die Spritze tut gut. Gut. Ach, jetzt wolltest du noch? Zu spät. Ja, das ist einfach so ein bisschen zum Aufbauen. Wenn der nicht viel frisst, dann fehlen ihm natürlich auch die Vitamine. Ja. Gut. Kleine Kinderschar. Ja, hoffen wir hoffen. Ja. Überraschung für die Dickhäuter im Zoo Berlin. Zum ersten Mal gibt es Zuckerrohr. Eine wahre Delikatesse für Elefantengaumen. Das lässt sich auch Shaina nicht entgehen. Heute gab es Zuckerrohr aus unserer eigenen Gärtnerei. Das erste Mal in diesem Jahr. Zuckerrohr kennen Sie schon. Aber jetzt haben sie sich bestimmt darauf gefreut, weil es das erste Mal jetzt gab. Und jetzt kommt es bestimmt in unregelmäßigen Abständen immer wieder Zuckerrohr. Kann ja nicht immer Weihnachten sein, wa? Das rechnen die sich schon aus. Nee, das ist besser so. Kommt ganz dort unregelmäßig oder mal zwei Wochen oder dann in einer Woche zweimal hintereinander oder was, das finde ich viel schöner. Fressen sie sehr gerne. Shaina verspeist es schon sehr geschickt. Rüssel und mundgerecht machen, kein Problem. So eine Sachen gucken sich ab von den großen Elefanten. Die lernen die ganz schnell.
So dicht rangehen, dass er erschrickt. Hallo! Na, steh mal auf, du müder Hund. Ja, ja? Hi, mein Süßer. Guck mal, ich hab dir was mitgebracht. Urwald-Dingo Mike war ein Problemfall. Guck mal. Feines Knöcherchen heute. Die Suppe haben wir jetzt abgesetzt. Die hat er nicht mehr nötig. Wir hatten ja eine ganze Zeit lang Sorge um ihn, weil er sehr, sehr schlecht gefressen hat. Er hat ja letztes Jahr seine Partnerin verloren und darunter hat er ganz schön gelitten. Und dann sind wir ja mit ihm hierher gezogen, in der Hoffnung, dass er hier ein bisschen mehr von den Besuchern und auch von den Mähenwölfen nebenan so ein bisschen mehr Zusprache hat, was auch funktioniert hat. Er ist ein bisschen munterer geworden, er frisst wieder, sieht wesentlich besser aus als noch vor 2 Monaten. Da haben wir wirklich gedacht, naja, er folgt ihr bald. Urwald-Dingos leben als Familien- oder Rudeltiere in Indonesien. Jo. Einzelgänger wie Mike sind die Ausnahme. Der freut sich auf jeden Besuch, den er kriegt. Wir bemühen uns immer, auch mindestens 3-mal am Tag hier rein zu gehen. Egal, ob wir nun hier Unkraut zupfen oder sein Bett machen oder sowas. Und er freut sich jedes Mal aufs Neue. Nur haben wir auch sehr gute Besucher, Dauerbesucher, die ständig kommen und hier auch immer, ja, und hier auch immer herkommen und mit ihm Zwiesprache halten. Und das findet er toll, das findet er super. Das hilft ihm, ne? Ja, das hilft dir. Man kennt den ja nur von klein auf an. Ich kenne den von Geburt an, 14 Jahre lang. Also da leidet man dann irgendwo immer ein bisschen mit. Wenn es den Tieren nicht so gut geht, stimmt's? Ne? Stimmt's? Bussi? Hm? Oh, kleine Hase. Urwald-Dingos sind in Zoos sehr, sehr selten geworden. Soweit ich weiß, hat nur noch ein Zoos auch 2 ältere Tiere, die auch schon 14, 15 sind. Es ist leider so, dass er wohl seinen Lebensabend die restliche Zeit alleine verbringen muss. Tschüss, mein Süßer. XXL-Exemplare erwartet jeder im Flusspferdhaus. Doch auch Miniaturen sind möglich. Der knabbert jetzt schon ein bisschen am Futter rum, aber das ist noch kein Fressen. Der hat auch noch keine, die Backenzähne, die sind hinten alle noch nicht durch bei ihm. Also er kann eigentlich noch gar nicht richtig fressen. Die Eckzähne sind schon durch. Also wenn man genau hinguckt, sieht man, sieht man die Eckzähne ein bisschen. Und es tut schon ganz schön weh, wenn man den Finger hier so drin hat und er dann zubeißt, wenn man den Finger zwischen der Eckzähne hat. Das merkt man schon, ne? Und du bedienst dich hier selber? Zicke. Mensch. Roller Dieb. Hier. So. Und dann kommst du auch mit rüber. So. Mutter Debbie und Paul sollen jetzt zum Freigelände, quer durchs Flusspferdhaus. Schwierig. Jetzt kann natürlich sein, wenn sie in irgendeiner Weise den Kleinen bedroht sieht oder der Kleine aus welchen Gründen auch immer irgendwelche Laute von sich gibt, die Mutter als Angst interpretiert, dann kann das sein, dass Mutter da ein bisschen ulkig wird. Also das ist, sag mal, dann auch eine gewisse Gefahr für mich. Ich hoffe, dass das nicht passieren wird, denn sie treiben jetzt hier über den Yank. Das will ich auf gar keinen Fall. Ich will sie also über den Yank locken, dass sie hier ganz auf Tutti langläuft. Das ist für sie das Beste und für alle Umstehenden auch. Zicke Maus. Zicke Schnecke. Wollen wir? Komm her, komm. Komm her, Schnecke, komm. Paolo, du kannst mitkommen.
Paule. Paule hat die richtige Richtung noch nicht erfasst. So, komm her, Zicke, komm. Komm her, Schnecke, komm. Rübe. Zicke, komm. Komm her, Schnecke, komm. Komm her. Paul, komm. Los. Rübe. Freiwillig. Los, komm. Kommt der Kleine mit? Sieh an. Hauptsache, wir haben sie erstmal. Komm her. Komm her, Schnecke, komm. So ist fein. Was sind das? 87, 88? Ah, halt doch mal Stille. Dann mal 88. 88. So. Jetzt wollen wieder alle genau wissen, was ich wie hier. Ich hab abgenommen. 70. 88, weniger 70, bleibt für ihn. Bleiben 18 Kilo für dich übrig. Da ist die Mama. Die Mama. So, nur los, ab nach Hause. Paul hat schön zugelegt. 5 Kilo in einer Woche. Die kennst du noch, ist immer noch dieselbe Mama. Ich denke mal, wir warten jetzt ein bisschen. Klein bisschen, dass sie sich hier so ein bisschen wieder heimisch fühlt. Aber jetzt wirklich bloß ein paar Minuten. Sie ist so gut, nett drauf. Der Kleine hat auch nicht übel genommen. Also, ich denke mal, wir können gleich probieren, sie rauszulassen. Michael Horn auf der neuen Anlage der Tüpfelhyänen. So, Kara, mein Dicker. Hm? So, okay. Alles in Ordnung? Ja. Alles fremd für Kara. Ja, kannst du noch mal schnuppern am Schieber. Ist überhaupt nichts passiert. Siehste, toll. Ich mach jetzt zu, ja? Kein Schreck kriegen. Kara, hier. Na, jetzt ist zu. Na, wat nu? Hä? Alles klar? Oh, ja. Oh, hallo, hallo. Ja. Ah, komm hier. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ist gut? Ist gut? Na siehste, ist doch überhaupt nichts passiert. Der olle laute Schieber, wa? Ja, ja, ja. So, ich geh jetzt nach vorne, ja? Geh jetzt nach vorne, okay? Na wat? Nach dem Kuscheln am Zaun wird das neue Revier markiert. Michael Horn hält Distanz. Man darf bei dem Ganzen ja nie vergessen, ist trotzdem gefährlich. Und Tüpfelchen sind ja bekannt dafür. Die haben ja mit Abstand das kräftigste Brechstirngebiss, also die knacken da mit Knochen und alles. Und wenn dann ein Finger dazu, der ist weg. Keine Chance. Aber am Zaun mal kurz auf der Nase tupsen, wenn er es will. Er kommt von alleine, er zeigt es auch. Aber das ist eben nur bei uns. Ja, 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 ja. Das ist ein Ritual, das gehört dazu. Ne? Wenn man ihn so anbrummt, dann fängt er an, sich zu belecken. Und ja, normalerweise, wenn die Malindi jetzt noch dazukommen würde, würden sie sich beschnüffeln. Aber Malindi ist im Haus mit der Kinderpflege beschäftigt. Das Jungtier ist jetzt mittlerweile 8 Wochen alt. Das ist noch in einer alten Anlage, im alten Haus geboren. Wir haben aber zur Eröffnung der Anlage das in einem Ritt gemacht, die Tiere umgesetzt. Wir haben dafür die Malindi und den Kara in Narkose gelegt und das Kind haben wir so genommen. Und haben die dann hier ins Haus gebracht. Die Anlage gefällt ihm. Mal sehen, wann wir irgendwann so weit sind, dass wir mit dem Kind draufgehen. Dann gucken wir mal. Musik.
die Sandra-Luzi-Show beginnt. Oh, Luzi, was ist denn da? Luzi, komm her. Luzi. Und drehen. Auf den Rücken. Besondere Schwierigkeit, das Synchrontraining. Denn die Seelöwentemperamente sind sehr verschieden. Winken. Wir mussten also hier bei all diesen Übungen, die wir hier momentan versuchen, so ein bisschen synchron darzustellen, mussten wir jedes Tier einzeln trainieren auf diese Übung und anschließend die Übung zusammenfügen. Zähne. Gibst du ein Küsschen? Gut. So, jetzt wird's schwer. Komm. Gut. So, nochmal. Und? Mach richtig. Hier. Gut. Du bist jetzt dran. So. Dann würde ich jetzt mal mit den kleinen Mäusen rübergehen. Okay. Zeit für den großen Auftritt im Wasser. Wir machen erstmal was zum Warmwerden. Komm hier. Und los. Winken. Hopp. So. Vorwärts, rückwärts. Seid ihr fertig? Gut. Warst du rückwärts, ja? Ja? Gut. Vorwärts, rückwärts. Richtig, bitte. Gut. So gehört sich das. Willst du einen Fisch haben? Ja. So. Jetzt beide rückwärts, ja? Los. Gut. Als würden wir miteinander sprechen, ne? Und drehen. Gut. So, machen wir ein Hai. Gut. Hai sein ist schön. So, eine Schraube bitte. Gut. Nun hi. Gut. Hier, du Verrückte. An Platz. So, lass mich mal hier bitte hin. Gut. So, jetzt muss ich mich beeilen. Zähne. Und runter bitte. Runter. Gehst ins Wasser. Küsschen. Das hat Beifall verdient. So. Damit sind wir am Ende des Trainings. Es geht nicht mehr weiter. Tschüss. So, hier. Los, haut ab hier, ihr verrückten Hühner. Malindi. Hallo. Ja, süß. Ist ja gut. Das Hyänenkinderzimmer. Wo ist denn das Baby? Guten Morgen. Morgen, meine Schnecki. Wo ist Baby? Da bist du ja. Hallo. Ja, ist ja gut. Komm mal her. Linde. Linde Maus. Komm mal her. Ja, ist gut. Da ist keiner heute. Da ist keiner. Ja. So, jetzt geh ich wieder, ja? Bis nachher. Ja.
Der Nachwuchs scheint die Mutter voll im Griff zu haben. Erst im vierten Anlauf ist Malin die Mutter geworden. Frühere Babys starben immer gleich nach der Geburt. Sie ist, wird jetzt immer ruhiger. Wir sind ja schon öfter mal auch mit Besuchern reingekommen und so. Also sie muss ja auch lernen jetzt, dass mehr Leute reinkommen. Die ist natürlich sehr besorgt ums Kind. Das Kind sieht immer zu, wenn man reinkommt, sitzt es immer in der Ecke, in der Sicherheitsecke. Das ist ganz gut, ist auch recht gut geworden. Vielleicht unbewusst, aber für die Kleine ist es super, weil wir sehen sie erstmal nicht. Entweder sitzt sie links in der Ecke oder rechts in der Ecke, wo wir sie erstmal nicht sehen. Und meistens, wenn man sich dann ein bisschen Zeit nimmt und auch an die Wand setzt oder so, dann kommt sie raus. Und also ist eigentlich eine ganz tolle Atmosphäre. Man darf eben nur nicht zu hektisch sein, weil die Malindi ist so ein Typ, die dann sehr schnell sauer wird. Das ist natürlich unser Ziel, dass wir eine große Familie haben. Ne? Ja, dass wir eine große Familie haben. Ne? Ja. Das ist eben auch mal schön zu sehen. Wie lieb die eigentlich mit ihren Kindern umgehen. Weil Hyänen haben ja nun mal nicht so dieses tolle Image wie ein Eisbär oder wie ein Braunbär oder mal Leinbär. Aber ich persönlich finde Hyänen also wirklich ganz toll. Die haben dann so von schöne Gesicht. Also, wa? Die runden, dunklen Augen, die dicken, runden Ohren, die Nase. Ich finde die toll. Vielleicht trifft ja auch da wieder so dieses Sprichwort zu, die sind schon wieder so hässlich, dass sie süß sind. Soll ja jedem, aber ich finde sie ja nicht mal hässlich. Er ist ja nun ein Schmusebacke. Dadurch, dass er nur eben auch alleine ist, will er natürlich auch ein bisschen verwöhnt werden. Was wir definitiv nicht mehr machen, wenn Malindi dann wieder dazukommt, dann werden wir das mit ihm nicht machen können, wenn die beiden zusammen sind. Weil Malindi wird sehr schnell eifersüchtig und geht dann dazwischen. Die will das nicht. Ist ja auch klar, ist ja auch ihr Recht. Eine intakte Familie. Ungeduldig wuseln die Tairas Bonnie und Clyde herum. Stillsitzen ist nicht. Die schwarzen Marder müssen immer bei Laune gehalten werden. Die sind sehr neugierig. Das sind richtig aufgeweckte Tierchen, die immer ständig beschäftigt werden wollen. Deswegen werden wir heute mal hier so einen Sack mal wieder reinmachen. Da toben sie mal sehr gerne drin rum, schlafen drin. Mensch, das ist mein Sack. Ja, ich mach den nur noch fest. Und also ständig muss hier was rein. Wir hatten am Anfang den Tieren mal eine Freude gemacht und hatten ihr Grünpflanzen reingemacht. Das war überhaupt nicht. Alle gleich kaputt gemacht. Und dementsprechend müssen wir öfter mal was anderes reinmachen hier mit Beschäftigung. Tüte, Säckchen. Letztens hatte ich hier Äste reingemacht, damit die da so ein bisschen rumklettern können, rumturmen können. Wollen wir jetzt den Sack anbringen? Ja doch, bin noch nicht so weit. Normalerweise kann man das hier so rüberhängen, aber das ist langweilig. Deswegen mache ich da oben immer so wie eine Art Höhle, damit die sich da oben so ein bisschen einnisten können. Was denn? Ja, doch. Nutzen sie dann auch als Schlafstätte, bis es kaputt ist. Weil das ist auch der große Nachteil bei diesen Wuselköpfen, die müssen immer alles kaputt machen. Macht ja auch Spaß. Das ist interessanter, wa? Können auch sehr gut springen, diese Tiere. Sehr gut springen und sind natürlich Wasserratten. Und dann das neue Außengelände, weil sie kriegen, da ist auch ein Wasserbecken drin. Da können sie ein bisschen im Wasserbecken rumplanschen. Da werde ich ihnen so eine Rutsche bauen und das schauen wir mal. Die werden sie bestimmt dann auch sehr gut annehmen, so eine Rutsche, die das ab ins Wasser. Bonnie, komm mal hierher. Bonnie, komm mal hierher. Ist das interessant, aber dann eben nicht. Dann eben nicht, ne? Na Paul, wie fühlt sich das? Sand unter den Füßen? Hm? Zwergflusspferd Paul und Mama Debbie haben es nicht gerade eilig. Komm her, Schnecke, komm. Ganz feine Schnecke. Ganz feine Schnecke bist du, ja. Komm her, komm. Komm her. Hier.
Für den ersten Ausflug war das doch schon mal ganz gut. Komm her, Schnecke, komm. Probieren wir gleich nochmal. War doch schon mal ganz gut. So ist fein. Ja, ganz feine Maus. Komm mal her, komm. Versuch Nummer 2. Komm mal her rüber, komm. Komm her, Schnecke, komm. Ja, feine Maus. Ganz feine Maus. Hm? Kennst du doch alles, hm? Kennst du doch alles. Jawohl. Huch, daneben. Entschuldigung. Hier. Hm? Ups, hier. So. Hm? Na, Paula? Wie gefällt's dir hier draußen? Hm? Wie gefällt's uns hier? Hm? Ja. Erst mal schauen. Ganz feine Maus, hm? Ganz feine Maus, ja. Ganz feine Maus, hm? So, Schnecke. Was hübsch? Hm? Ohne Zicke, hm? Und du? Benimm dich. Benimm dich. Kleiner Räuber. Kleiner Räuber. Da geht's ins flache Wasser. Ja, genau da. Wunderbar. Macht's hübsch, ihr beiden. Eigentlich gefällt mir das ganz gut. Sie erkundet erstmal die Anlage. Und wenn sie das gemacht hat dann, und dann auch Lust hat, dann geht sie vielleicht auch ins Wasser. Aber wann das sein wird, entscheidet sie selber. Auch Paule weiß jetzt jedenfalls, wo es lang geht. In der großen, weiten Welt.